Herzlich willkommen, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zum Vortrag Digitalization in Healthcare, a Catalyst for Personalized Medicine. Und ich darf Ihnen vorstellen einmal Herrn Dr. Eckhard Pech. Er ist Managing Director für Consumer and Health Management Information Systems bei der CompuGroup Medical und auch ein langjähriger Begleiter von TNG-Projekten, habe ich gehört. Und außerdem Herrn Professor Dr. Daniel Gotthard. Er ist Senior Vice President und Chief Medical Officer, ebenfalls im Bereich Consumer and Health Management Information Systems bei der CompuGroup Medical und leitet seit Anfang dieses Jahres auch den Bereich Medical Knowledge und Platform Solutions. Als organisatorischen Hinweis muss ich noch sagen, dass wenn Sie remote an diesem Vortrag teilnehmen, dann bitte die Fragen nicht über den Zoom-Channel schicken, sondern über den Slack-Channel zu diesem Raum, der heißt Rollenprüfstand. Und damit übergebe ich das Wort an die Sprecher. Danke. Danke. Erstmal vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Freut uns sehr. Ich glaube, das Thema Gesundheit und Medizin ist nicht erst seit Corona und Karl Lauterbach in allen Köpfen und Mündern, sondern es ist auch einfach ein ökonomisch gewaltiger Markt. Weiß einer hier im Raum, wie groß der Gesundheitsmarkt in Deutschland ist? Freiwillige vor? Ah, sehr schön. Und? Wie viel? Ja, Währung? Also es sind 474, ungefähr 5.700 Euro pro Kopf oder 13% vom Bruttoinlandsprodukt. Und das ist vielleicht eine der größten Hürden der Digitalisierung, weil so ein gigantischer Markt sich ja gar nicht so leicht ändert. Und jeder von uns hier im Raum sich bei der Ärztin oder beim Arzt fragt, hey, das habe ich doch dem Letzten alles schon erzählt oder der Letzten alles schon erzählt, nochmal von vorne. Es gibt immer wieder die elektronische Patientenakte und ähnliche Dinge. Und im Vergleich zu Ländern in Skandinavien oder auch im baltischen Raum kommen wir da nicht so richtig aus dem Quark. Wir sind aber der festen Überzeugung, dass das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen letztlich der Schlüssel zu einer besseren und zu einer hochindividuellen Versorgung ist. Und ich habe noch eine gute Nachricht, bevor ich loslege. Ich bin ja kein Mediziner, aber ich habe meinen Kollegen mitgebracht, der ist echter Mediziner, also da könnt ihr die ganz harten Fragen loswerden. Spaß beiseite, ich lege direkt mal los und werde zwei, drei Sachen sagen über das, was wir so tun, was uns antreibt. Unser Gründer ist Frank Gotthard und der hat mal einen Satz geprägt, den ich sehr, sehr interessant fand. Jeder von euch hat sicherlich in der Familie oder im Umfeld oder auch ganz persönlich schon erlebt, dass man das Gefühl hat, dass die Behandlerin, der Behandler im Zeitpunkt des Dialogs überhaupt nicht die richtigen Informationen an der Hand hat. Ich komme gleich noch zur Informationsfülle im medizinischen Bereich, die ja gleichzeitig explodiert. Aber unsere Mission, unser Purpose als Firma ist, dass niemand sterben oder leiden soll, weil medizinische Informationen fehlen. Und Fakt ist, aus verschiedensten Gründen ist das leider heute der Fall. Also im ländlichen Raum ist man extrem benachteiligt, obwohl wir eine tolle medizinische Versorgung in Deutschland haben, ist es immer noch so, dass das Top-Wissen sich an wenigen hochspezialisierten universitären Kliniken konzentriert. Und vielleicht ist man da zu dem bestimmten Zeitpunkt nicht so. Gibt ja auch die Statistiken über Schlaganfälle, wo es um die ersten Minuten wirklich geht, kommt man in das richtige Krankenhaus, wo eine Stroke-Unit ist oder nicht. Das kann dann ganz entscheidend determinieren, ob man entweder mit schweren Schäden bleibt, ob man verstirbt, sodass wir wirklich sagen, wir müssen das medizinische Wissen, das schon in unglaublicher Ballung da ist, was sich aber wahnsinnig schnell weiterentwickelt und individualisiert, wir müssen es an den Behandlungstisch bringen, ins Behandlungszimmer, in die Hände der Patienten. Von daher unsere Vision, niemand soll sterben oder leiden, weil irgendwo medizinische Informationen fehlen. Warum können wir so eine Mission oder so eine Vision überhaupt haben? Weil wir tief verzahnt sind im Gesundheitssektor. Weltweit besitzen 1,6 Millionen Leistungserbringer, so nennt man Apothekerinnen, Apotheker, Labormitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Ärztinnen und Ärzte. Der große Überbegriff sind die sogenannten Leistungserbringer, weil über 1,6 Millionen Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer täglich unsere Systeme nutzen. Im Krankenhaus, im Labor, in der Warenwirtschaft, in der Apotheke. In 50% der Fälle, wenn ihr beim Arzt sitzt und er euch gegenüber sitzt, irgendwas eintippt,
ist das ein System von uns. Das dreht sich weiter und wir bedienen natürlich unterschiedliche Sektoren. Wir bedienen auch die pharmazeutische Industrie, weil es darum geht, einfach, und das hat Covid gezeigt, normaler Entwicklungszyklus für ein Medikament ist 7 Jahre und länger und viele Medikamente werden für die Tonne entwickelt. Wie kann man das effizienter machen? Weil letztlich werden Medikamente, die wirksam sind, immer individueller und das muss sich ja auch irgendwie lohnen und es muss möglich sein, dass man die entsprechenden Daten sehr, sehr schnell erhält, dass man die entsprechenden Patientinnen und Patienten für medizinische Studien sehr schnell findet. Von daher arbeiten wir auch mit Industrie, mit Institutionen, wo wir versuchen, pandemische Vorhersagemodelle auch zu finden, post-Covid, komme ich auch gleich nochmal zu, und natürlich Patienten, da haben wir ein paar Plattformen, eine Patientenakte und eine Terminsuchplattform. Unser Kern sind die sogenannten Arztinformationssysteme oder die Krankenhausinformationssysteme und auch Warenwirtschaftssysteme in der Apotheke. Und darum haben sich ein paar Satelliten gebildet. Jeder weiß ja über Security bestens Bescheid. Das erste Mal, dass ich so richtig nervös geworden bin, war irgendwann, als mir einer, ich glaube es ist 10 Jahre her, erzählt hat, dass es schon 7 oder 8 Botnets gibt und die eigentlich für Denial-of-Service-Attacken gemietet werden können. Das Thema Security ist natürlich in Arztpraxen auch ein großes. Und Security und Attacken sind an der Tagesordnung. Meist erfährt man nichts davon, dann wird halt schnell in Bitcoin bezahlt. Aber es gibt dann auch durchaus Situationen, wo Behandlerinnen oder Behandler sagen, naja, ich nutze den PC privat und ich benutze den auch für die Praxis. Oh Wunder, er ist verschlüsselt, weil ich das Attachment aufgemacht habe. Das ist blöd, aber das ist so an der Tagesordnung unserer Servicetechniker im Feld. Es gibt auch eine standardisierte Infrastruktur für die Kommunikation und Interoperabilität im Medizinwesen. Man kann sagen, das ist so ein bisschen das Rückgrat des Medizinwesens. Das ist die Telematik-Infrastruktur. Ich würde sagen, ein bisschen typisch deutsch in der Erfindung. Sehr sicher, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie war da dran, Innenministerium, Gesundheitsministerium. Aber immerhin sind jetzt 90% plus der Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer an diese Infrastruktur angebunden, um dort auch künftig Dienste wie Notfalldatenmanagement, elektronischen Medikationsplan, irgendwann auch die elektronische Patientenakte zu transferieren. Und wir wissen ja alle, Dienste ohne Netzwerk funktioniert nicht und das ist das hochsichere Medizinnetzwerk. Da kümmern wir uns auch drum. Dann haben wir Komponenten in der Radiologie, beispielsweise im Bereich Data and Analytics und eben in der Patient Journey. Wir sind weltweit, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Vereinigten Staaten, groß auch in Italien und in Frankreich. Ist auch interessant, weil es ja keine paneuropäischen Standards gibt. Das merkt man spätestens dann, wenn man, Gottlob, das passiere nicht, sich in Österreich beim Skifahren das Bein bricht und bei Null anfängt. Und das gilt eigentlich für jedes Land, weil diese Märkte in jedem Land so gut, so groß sind, so gewaltig sind. Man kann immer sagen, es sind 10+% in industrialisierten Nationen vom Bruttoinlandsprodukt. In den USA sind es sogar 17. Also es ist größer als der Verteidigungshaushalt in den USA, das will schon was heißen. Und vor dem Hintergrund ist es einfach so, dass es keine Interoperabilität gibt. Und das ist natürlich auch ein Feld, was uns sehr, sehr stark umtreibt, weil medizinisches Wissen natürlich auch in jedem dieser Märkte vorhanden ist und mit jeder Anamnese, mit jeder Diagnose, Verschreibung und Therapie wieder auftaucht. Und auch unterschiedliche Medikamente in unterschiedlichen Behandlungskontexten verschrieben wird. Und das zu sehen, ist unheimlich werthaltig und unheimlich wichtig. Und da ist unser Ziel, Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern so viel medizinisches Wissen wie möglich bei der Behandlung an die Hand zu geben. So, was ist besonders und was macht uns in dem Zusammenhang natürlich sehr demütig? Durch diese systemische Verzahnung haben wir einen Zugang zu medizinischen Daten. Wir haben ein Panel von über 6.000 Ärzten allein in Deutschland, können dann analytische Lösungen darauf aufbauen, also in der einfachsten Form eine Datenbank, in der alle Arzneimittel drin sind. In der etwas komplizierteren Form oder Ausbaustufe 1 Arzneimittel-Therapiesicherheit. Was ist das? Gegenläufige Wirkungen von 2 Arzneimitteln. Also, Sie sind Diabetiker und können bestimmte Antibiotika nicht ab, die schwächen sich ab.
ist verantwortlich in Deutschland für 10% aller Krankenhauseinweisungen, 600.000 pro Jahr. Und je nach Schätzung, jeder legt das ein bisschen anders aus, 10.000 bis 20.000 Todesfälle pro Jahr. Also ist ein Thema, was wirklich wichtig ist. Und dann kann man sich immer fragen, ob in den 5 bis 7 Minuten, die ein Arzt hat, sie oder er genau weiß, oh, das passt nicht zusammen. Was mache ich jetzt? Ich muss einen Alarm kriegen. Man muss ja die Behandlerinnen und Behandler nicht bevormunden, aber man muss ihnen diese Informationen zur Verfügung stellen. Und natürlich auch in vereinfachter Form, das tun wir auch, Patientinnen und Patienten. Wir haben so eine App, Arznei aktuell heißt die, wird auch von 60.000 Ärzten in Deutschland benutzt. Da kann man alle Medikamente nachsuchen, da kann man diese Kontraindikationen nachsuchen und so ein Zeugs. Wir haben Kommunikationslösungen, relevante Informationen. Behandlerinnen und Behandler haben ein paar Minuten, aber es gibt was ganz Hässliches, komme ich gleich auch noch zu, seltene Erkrankungen. Wer hat davon schon mal gehört? Oh, so eine Menge. Gut, also Ataxie, Asperger, Sarkoidose, 1 bis 2 unter 10.000. Ein Problem dabei ist, das lohnt sich nicht so richtig für die pharmazeutische Industrie, weil das ist kein Massengeschäft. Es lohnt sich aber auch nicht, weil es wahnsinnig schwer ist, diese Patientinnen und Patienten zu finden, weil der Bereich sich ständig weiterentwickelt und weil man natürlich in so einer kurzen Behandlungszeit trotz eines 7- bis 10-jährigen Medizinstudiums gar nicht die Tausenden von seltenen Erkrankungen, die bekannten, überhaupt kennen kann. Deswegen hier auch Kommunikationslösungen im Patientin-Arzt-Dialog. Achtung, ist das eine Patientin-Patient, wo wir Indikationen haben, das könnte Ataxie, das könnte Sarkoidose sein, das kann eine Gelenkfehlstellung sein bei kleinen Kindern, wo man dann darauf achten muss, dass das frühzeitig behandelt wird. Es gibt aber auch viele, die gar nicht behandelbar sind. Aber es ist schon gut, wenn man Patientinnen und Patienten die Möglichkeit gibt, zu sagen, was habe ich denn überhaupt? Ja, was ist es denn überhaupt? Und das dauert bei den seltenen Erkrankungen bis zu 10 Jahre. Deswegen Kommunikationslösungen und eben auch klinische Lösungen, wo wir wirklich als digitaler Berater der Ärzte funktionieren. Nochmal ein kleiner Auszug bei den Professionals oder bei den Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern. Läuft das bei uns alles unter dem Stichwort Clinical Decision Support? Gibt es eine interessante medizinische Studie? Gibt es eine Veränderung in der medizinischen Leitlinie? Gibt es ein neues Thema im Umfeld Arzneimitteltherapiesicherheit? Was musst du jetzt wissen? Was ist relevant? Nicht invasiv, nicht substitutiv, aber komplementär, um diesen Ballast an Wissen zu verarbeiten. Für Patienten hatte ich gerade erwähnt, unsere App Arznei aktuell, dass man sich selber auch ein bisschen aufschlauen kann über die Medikamente, die da draußen sind. Dann für die Öffentlichkeit. Wer war alles frustriert über den Umgang mit Lockdowns während Corona? Wie haben wir die Pandemie gemanagt? So wie die schwarze Pest im 15. Jahrhundert. Masken und Abstand. In einer Hochindustrienation, die digitalisiert ist, wo in jeder Arztpraxis ein PC steht, wo überall Daten sind, wo man eigentlich relativ einfach feststellen kann, durch Reihenuntersuchungen etc., was man da tun kann. War auch unsere Idee, haben wir uns leider an ein paar Wissenschaftlern in Berlin verbissen, sind also damit nicht zum Zuge gekommen. Zum Glück gibt es jetzt das paneuropäische Projekt AIOLOS, wo wir genau die Europäische Union auf solche pandemischen Situationen, die wieder kommen werden, da war Bill Gates mit seinen Prognosen gar nicht so unrichtig, besser vorbereiten können und da wirklich digitaler steuern. Fürs RKI arbeiten wir auch, Grippemonitor, und wir arbeiten, wie gesagt, auch für die pharmazeutische Industrie oder für die Versicherungen. Pharmazeutische Industrie ist in Deutschland ein 50-Milliarden-Markt, 54-Milliarden-Markt und der Teil, der von Versicherungen von den knapp 470 Milliarden übernommen wird, sind ungefähr 350 Milliarden. Also die haben Interesse daran, bei Behandlungen, bei Empfehlungen auch ein Wörtchen mitzureden, weil wir sind ja in Deutschland, funktionieren ja nach einem Solidarprinzip und wir wollen es genauso dem möglich machen, dass ein Säugling mit einer seltenen Muskelerkrankung die 1,5 Millionen Spritze kriegt, genauso wie jemand, der Husten oder Schnupfen hat, Hustensaft kriegt. Und das ist einfach der
Grundsatz im System, weswegen die Industrie natürlich wissen muss, was passiert gerade im Markt und die Versicherung genauso. Ja, jetzt nochmal ganz interessant. War da eine Meldung? Nee? Gut. Also gern reinrufen, wenn ihr was habt. Ganz interessant, wie sieht der Alltag in der Arztpraxis aus? Also man sechs bis sieben Stunden mit Patientinnen und Patienten. Also wer selber mal konzentriert gearbeitet hat mit Menschen, weiß so ungefähr, wie sich Konzentrationsspannen entwickeln über so einen Zeitraum und wie hoch die Konzentrationsspanne so gegen Abend dann wird. Das ist total menschlich, ich sage das nur, das ist wichtig, dass man das im Kopf hat, wenn man dort sitzt. 7 bis 8 Minuten pro Patient oder Patientin, also alle 2 Minuten gibt es eine neue wissenschaftliche Publikation. Es gibt 50.000 verschreibbare Medikamente, es gibt 200 hochgeratete medizinische Guidelines oder medizinische Behandlungsrichtlinien in Deutschland, insgesamt sind es über 700, die haben alle so ungefähr 200 Seiten und es gibt eben über 6.000 seltene Erkrankungen. Ja, eine ganze Menge an Wissen, die man in 6 bis 7 Minuten verarbeiten muss, wo man vielleicht noch andere Sorgen hat im Praxisalltag. Wie gesagt, 1 Stunde 18 Minuten, um sich vorzubilden, 60 Briefe pro Arztpraxis pro Woche, wenn man ein einzelner Arzt ist. Das kann Werbung sein, aber es kann auch irgendwas sein vom Fachverband, was eine neue Behandlungsrichtlinie beinhaltet. Und 42 Minuten, um die Praxis am Laufen zu halten, Strom zu bezahlen, Telefon zu bezahlen, die Angestellten zu bezahlen, etc. Und da ist natürlich, seht ihr, eine Riesenschere. Und wir möchten natürlich, dass unsere Behandlerinnen und Behandler so viel Zeit wie möglich haben, das aktuellste Wissen zu haben. Das ist uns heute aber nicht allen zugänglich. Das ist ein Fakt. Und jeder, der gebildet ist, jeder, der Internet hat, hat schon einen Vorteil gegenüber denen, die nicht so gut gebildet sind, die kein Englisch können, weil dann kann man nicht recherchieren auf Google Scholar oder sonst wo und nach Behandlungsmethoden gucken. Ich habe selber einen prostatakranken Freund, der hat sich seine Therapien, der hat mittlerweile leider seine 4. Therapie, der hat selber recherchiert online über FDA-Approvals, ja, und hat dann gesagt, ich möchte das machen, findet raus, es gibt 3 Kliniken in Deutschland, die das überhaupt nur machen und das ist halt nicht jedem zugänglich. Von daher unsere Vision, die medizinischen Informationen am Point of Care bereitzustellen. Es wird aber, und damit habe ich angefangen, auch immer individueller. Wer hat 123Me oder so heißt das, dieses DNA-Sequencing gemacht? Keiner outet sich, ist ja auch verboten in Deutschland, aber in Holland kann man es machen. Keiner, gut. Also ich glaube, das ist interessant, weil man da was lernen kann. Die hatten, glaube ich, auch mal einen Bug in ihrem System, dann haben sie irgendjemand für halb tot schon erklärt, das stimmte dann nicht, aber trotzdem ist es interessant und es ist natürlich auch interessant vor dem Hintergrund der Genschere, mit der gerade experimentiert wird. CRISPR-Cas, jemand was schon, klar, kennt ihr alle. Gut, wo man einfach auch defekte Genteile ersetzen kann. Aber es ist eben hoch individuell. Seltene Erkrankungen hatte ich dazu gesprochen und individuelle Medizin, wenn man guckt, Klinikum rechts der Isar oder Großhadern, wo ein Tumorboard zum Beispiel immer tagt, wenn es darum geht, eine Therapie festzulegen, für krebskranke Patientinnen oder Patienten. Und das ist natürlich hochindividuell. Aber zu all dem und auch zu künstlicher Intelligenz kann mein sehr geschätzter Kollege, Professor Gotthard, noch viel, viel mehr erzählen als ich. Ich hatte den einfachen Vorbinder und bitte jetzt dich, Daniel, weiterzumachen. Vielen Dank. Bei Fragen gerne immer dazwischen. Ja? Ja, lieber Eckhard, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank an die Organisatoren, an TNG für die Einladung. Das ist echt eine geile Veranstaltung. Ich freue mich sehr und ich glaube, hier ist auch ein super Publikum, das mit dem Thema viel anfangen kann und was sehr wichtig ist. Ich glaube, diese Verzahnung zwischen Medizin, ärztlicher Tätigkeit und IT ist letztendlich die Zukunft der Medizin. In manchen anderen Bereichen hat sich schon mehr stattgefunden. Hier steht sie noch, ich will nicht sagen in Anfängen, weil es gibt ja die CGM, aber sie kann sicherlich noch sich weit fortentwickeln und war auch einer der Gründe, warum ich nach 13 Jahren Klinikum gewechselt bin zur CGM. Und
einige Aspekte oder viele Aspekte hat Eckart schon erwähnt und ich würde gerne jetzt nochmal ein paar vielleicht ärztliche Gesichtspunkte dazu erwähnen. Es gibt viele Beispiele, warum man IT in der Medizin mittlerweile nach zwingend braucht. Ein Beispiel, was eben in Anknüpfung von dem 23andMe schon erwähnt wurde, ist, dass wir so viele Informationen haben, die auch sehr hilfreich sind. Also das Genom ist zwar sehr homogen in vielerlei Hinsicht, aber es gibt doch tausende, Millionen Varianten, die eine große Rolle spielen, sowohl für die Entwicklung von Erkrankungen, für Therapie von Erkrankungen, wie behandle ich, wie oft sorge ich dem Patienten nach. Und das ist so diese Idee der zunehmenden Personalisierung, um überhaupt zu optimieren. Und das ist klar, dass zum einen kann ich irgendwann die Regeln nicht mehr verstehen, weil sie so viel Verzweigungen haben und vor allem kann ich sie als Arzt nicht mehr automatisch umsetzen. Also wenn ich jetzt so ein bisschen überlege, wie rationalisiert man so eine, wenn ich einen Patienten behandle, das eine sind Algorithmen, die ich vielleicht gelernt habe und das andere, ich sage immer, das ist halt dann doch auch einfach eine Mustererkennung. Also wenn ich jetzt als Arzt einen Patienten sehe, dann laufen ganz viele Mustererkennungsprozesse in meinem Kopf ab, die geprägt sind von dem, was ich vorher erlebt habe und dann treffe ich Entscheidungen und ich glaube, diese Dinge kann man sehr stark durch KI unterstützen oder durch Digitalisierung unterstützen. Man kann ein bisschen streiten, was für Methoden ich dafür anwende. Und ein Beispiel ist sicherlich das Genom. Da muss man auch sagen, da gibt es eigentlich schon echt gute Daten. Also es gibt gute Daten, insbesondere für Medikamente. Welche Medikamente darf ich geben? Wo muss ich die Dosierung anpassen? Es wird praktisch nicht genutzt. Was irgendwie schade ist, man würde sicherlich die Behandlung verbessern, aber es wird nicht eingesetzt, weil der Use Case nicht gut umgesetzt wurde. Also ich müsste ja nur einmal, also das Schöne an Genom ist ja, es ändert sich in der Regel nicht, außer ich fange jetzt an mit CRISPR-Cas rumzuschneiden aber, und bei Krebszellen, aber sag mal, erstmal ist ja die Ausstattung, habe ich ja erstmal und die ändert sich nicht, das heißt, ich könnte einmal den Test machen, könnte das sequenzieren oder vielleicht die wichtigen Varianten sequenzieren lassen und dann hätte ich die Information. Und das könnte ich auch machen für die Varianten, die häufigen Varianten, die es gibt im Genom, die einfach die Medikamentenverstoffwechselung verändern. Und das würde sehr einfach, kein Problem, gibt es alles. Und das müsste man in der IT dann berücksichtigen. Und das kommt jetzt langsam, aber es dauert alles so lange. Und warum dauert es in der Medizin so lange? Sagen Sie nicht, es liegt an den Ärzten. Vielleicht auch. Das Hauptproblem meiner nach ist Haftung. Weil wenn ein Arzt einen Fehler macht, daran hat man sich irgendwie, ich will nicht sagen gewöhnt, aber dafür gibt es klare Regeln. Aber wenn die IT die Fehler macht, dann ist es unklar. Und das heißt, man bewegt sich dann direkt im Bereich Medizinprodukte sehr stark reguliert. Halte ich auch prinzipiell für sehr wichtig und sinnvoll. Aber das bedeutet natürlich, dass Innovationen nicht so sind, wie wenn ich eine Webseite baue, wo ich irgendwie Retention, Verweildauer optimiere und das Ganze irgendwie alle zwei Stunden ändern kann. Ja. Zu diesen Aspekten Haftung und auch Regulierung, das grundlegende Thema darunter ist ja eigentlich Vertrauen. Ne? Also ich als Patient oder irgendjemand als Patient muss ja irgendwie Vertrauen darin haben, einmal, dass der Arzt das Richtige tut für mich, aber auch dann erweitert dann eben auch die IT oder auch die KI, wenn eine im Spiel ist, dass die das Richtige tut. Und zum Beispiel bei so Mustererkennung dann ja auch in dem einen Fall, wo es nötig ist, das Muster durchbricht, weil dieser Patient doch irgendwie speziell ist. Also gerade wenn ich über individuelle Medizin nachdenke. Also das sind die Aspekte, also diese Regulierung ist ja eigentlich immer nur der Versuch, irgendwie Vertrauen herzustellen, oder nicht? Genau, also so sehe ich das auch. Also es ist eine Art von Qualitätsmanagement, um letztendlich Risiken zu minimieren und was ja was mit Vertrauen zu tun hat. Oder ist es vielleicht auch die Übersetzung für Vertrauen? Genau, ist ein ganz wichtiger Faktor
Und da gibt es wenig Präzedenz. Also es passiert jetzt alles und man sieht auch die Fälle, was passiert, wenn sozusagen die Software einen falschen Vorschlag macht und wie reagiert denn der Arzt drauf. Es ist halt aktuell immer noch so, dass letztendlich der Arzt das letzte Entscheidungsrecht hat. Aber es findet sich. Also es gibt sogar gerade in den USA einen relativ schwierigen Gerichtsverfahren. Notfallsituation, da gibt es so automatisierte Medikamentenwägen, die im Prinzip nur auf Knopfdruck Medikamente herausgeben. Und ich muss dann immer eintippen, was für eine Notfallsituation es ist. Und die Idee ist, dass praktisch die medizinischen Algorithmen, die es gibt, dass man von denen nicht abweichen darf. Und dann kann man sich praktisch da so durchklicken und wie gesagt, die Schublade geht nur auf, wenn ich die entsprechende Antwort gebe. Das Problem da ist, dass, oder anders, weil ich sage mir erstmal, wie der Fall war, also, da gab es eine Krankenschwester, die praktisch immer auf so angeantwortet hat, dass die nächste Schublade aufgegangen ist und dann hat sie das Medikament genommen, was aus der letzten Schublade kam und hat damit den Patienten umgebracht. Und das ist natürlich eine immer, also was man nicht unterscheidet, aber Zeitnot ist halt, ich meine, Adrenalin ist hoch in den Situationen und die Fehler werden gemacht. Und die ist jetzt angeklagt, normalerweise wäre sie angeklagt wegen Körperverletzung mit Todesfolge, ist jetzt angeklagt wegen Totschlag oder Mord, weil sie praktisch den Warnhinweisen nicht gefolgt ist. Also, was ich nur sagen will, ist, das ist ist aktuell eine, es findet sich erstmal, wie man das leben kann und wie die, wie man am Ende ja, in diesen ganz kritischen Situationen mit der Haftung und mit der IT umgeht. Und warum hat die immer die falschen Antworten gegeben? Das andere große Problem, Overalerting. Ne? Das ist auch immer, wenn ich ein Produkt baue, ich möchte gerne hundertprozentig nur mal sicher gehen als Entwickler, keine Fehler, insbesondere in dem Feld. Und das führt dann dazu, dass es nicht mehr angemessen und pragmatisch ist, sondern einfach maximal immer der Worst Case angenommen wird, was aus der Sicht der Entwicklung vielleicht korrekt ist, nur im Alltag dazu führt, dass es nicht nutzbar ist. Das heißt, diese Krankenschwester war daran gewohnt, immer, oder sie hat sich auf diese Warnhinweise nicht mehr verlassen und hat deswegen immer das angeklickt, wo sie wusste, sie kommt an diese Schublade. Und, das Beispiel illustriert, glaube ich, ganz gut, warum es nicht ganz so trivial ist mit der Digitalisierung, zumindest was medizinische Entscheidungen angeht. Wo es natürlich sehr viel helfen kann, ist dieses ganze Thema Effizienzsteigerung, also Terminmanagement, Praxisabläufe und dieses ganze Zeug. Das, da ist einfach noch viel zu holen, dass man aus diesen 7 Minuten pro Patient vielleicht dann 15 Minuten pro Patient machen kann, weil man nicht mehr so viel mit Administration, Arztbriefe schreiben und was auch immer zugange ist. Also ich glaube, das Effizienzsteigerungsthema kann man sehr gut adressieren. Das andere Thema, was natürlich total spannend ist, weil es geht ja vielleicht nicht nur darum, aktuelles medizinisches Wissen noch besser anzuwenden, sondern vielleicht auch neue medizinische Erkenntnisse zu gewinnen. Das, glaube ich, muss sich für den Alltag noch sehr stark finden. Ein anderer Punkt, der jetzt auch eigentlich erst möglich ist mit dem Thema Digitalisierung, sind, ich habe einfach ganz neue Informationsquellen. Und das ist ein Beispiel, wo ich Patient-Reported Outcomes nehme, also letztendlich einen Fragebogen. Ne? Also wie geht es Ihnen fühlen Sie sich wohl? Wird einfach wöchentlich abgefragt, ist einfach möglich. Und das ist ein Beispiel, wo man sieht, dass einfach nur solche Rückmeldungen über Fragebögen viel besser das Rezidiv, das Wiederauftreten einer Krebserkrankung vorhersagen, als ein CT und übliche diagnostische Verfahren, die man so kennt. Und das ist ein Beispiel, was ich gut finde, weil dort die Digitalisierung nicht nur die Anwendung bekannten medizinisches Wissen verbessert, sondern neues medizinisches Wissen generiert. Auch die, ja. Danke.
Eine Frage, inwieweit werden denn mittlerweile so diese ganzen, ich sag mal, Selbstmanagement-Daten, jeder von uns trägt mittlerweile irgendwie Apple Watch und Co. und zeichnet sein Joggen und so weiter auf, inwieweit wird sowas mitverwendet? Immer mehr. Das Problem ist, es gibt dafür keine Referenzen aus der Vergangenheit. Also mal ein Beispiel, ich hatte mir mal angeschaut, gibt ja diese Wearables für, das war mal so ein Pitch für dieses Thema Empfängnisverhütung bzw. Kinderwunsch, wo man dann praktisch Eisprung und so weiter vorhersagen kann aufgrund Temperaturschwankungen, Pulsmessungen, weil einfach durch die hormonellen Veränderungen sich das verändert. Und dann habe ich mal geguckt, was gibt es denn da für Daten? Und dann gucke ich einfach nach, was gibt es denn für Daten aus der Vergangenheit zum Thema Hormonspiegel und Kreislaufparameter, also Blutdruck und Puls. Und die besten Daten sind dann halt Studien mit 20 Patientinnen, die auf einer Station liegen, wo dann einfach fünfmal am Tag Blutdruck und Puls gemessen wird. Und jetzt habe ich dann dagegen ein Wearable, das ich, was es einfach ständig tut, ne? Und wo ich wirklich auch ganz, wo ich so Nuancen total erkennen kann. Oder man, also was man zwar auch sieht, ist, dass die Herzfrequenzvariabilität, also nicht, ich messe einmal die Frequenz, sondern wenn ich einfach hier so stehe, ist der Puls ein bisschen höher als sonst und er oszilliert so ein bisschen. Und das sind alles so Parameter, die kannte man früher gar nicht, ne? So, und das heißt, inwieweit kann ich die einfließen lassen? Immer mehr, nur wir haben eigentlich keine Referenz. Also alle Studien, die wir gemacht haben, für Outcome, Tod, Therapieerfolg und was auch immer, da kann ich auf keine Referenz, die muss ich eigentlich nochmal neu machen. Aber es wird kommen, weil es ist einfach eine unglaubliche Zusatzinfo. Rare Diseases, haben wir schon drüber, hat Eckart schon erwähnt, sind natürlich an sich selten, also einmal weniger als einer pro 10.000, aber insgesamt sind sie häufig, weil es einfach so viele davon gibt. Man sagt ungefähr wahrscheinlich zwischen 10% und 20% der Bevölkerung haben eine seltene Erkrankung. Und da kann man wirklich sehr viel Gutes tun, weil das ist klar, also ich traue jetzt jedem Arzt zu, dass wenn er jetzt sein Buch nimmt und sich die Zeit nimmt, diese Erkrankungen zumindest mal weiter abklären könnte. Aber in den 7 Minuten müssen Sie praktisch ja an die 7.000 Erkrankungen denken und das werden Sie in der Regel nicht tun. Deswegen glaube ich, braucht es so Software, ich nenne es mal die ärztliche Intuition, erweitern und die dann helfen. Und das seltene Erkrankungsbeispiel ist insofern ein wirklich schönes Beispiel. Auf der anderen Seite auch ein Beispiel, warum, sagen wir mal, viele moderne Lernverfahren nicht möglich sind, weil wenn ich jetzt irgendwie nur 100 Patienten habe in Deutschland oder 500 in Europa oder irgendwie sowas, dann wird es halt schwierig, ein neuronales Netz zu trainieren. Und insofern, glaube ich, sind in der, unabhängig auch wieder von der Regulatorik, glaube ich, sag mal, einfachere Verfahren oder auch tatsächlich noch regelbasierte Verfahren in dem ganzen Thema Decision Support in der Medizin bis auf Weiteres sehr relevant. Ein paar Dinge hatte ich jetzt schon adressiert. Also gut, oben drüber steht im Prinzip AI und dann wird es immer etwas spezifischer. Wir haben Machine Learning, wir haben Large Language Models. Da sehe ich natürlich in dem ganzen Thema Arztbriefschreibung, Dokumentation großes Potenzial. Aber auch hier ist dann die Frage, also dass es jetzt vollautomatisiert passiert, sehe ich jetzt erstmal nicht. Dass es natürlich einem sehr viel Arbeit abnimmt, kann ich mir schon gut vorstellen. Also wir haben natürlich auch mal so fiktive Cases in ChatGPT eingegeben und ich muss sagen, ich habe schon deutlich schlechtere Arztbriefe gelesen. da muss man sie halt korrigieren. Aber wir glauben alle, die jetzt daran arbeiten, dass man dort einen riesen Impact machen kann. Zum einen, weil es einfach wahnsinnig effizienzsteigernd ist, man damit natürlich auch die Behandlung der Patienten verbessern kann und weil sie einfach auch ganz neue Diagnoseverfahren kennenlernen und eventuell auch neue Therapiemöglichkeiten. Sagen wir jetzt, das eine ist natürlich so Patient Journey optimieren und das andere ist, glaube ich, ja der Vortrag danach, wie kann ich die Themen auch einsetzen,
um neue Therapien, neue Wirkstoffe schneller zu entwickeln. Ich würde vielleicht, das sind nochmal so ein paar Beispiele hier unten anfangen, Improving Image Analysis. Ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten am meisten getan, nicht nur beim autonomen Fahren, aber sagen wir in Heidelberg, glaube ich, auch eine ganz gute Community, die sich mit dem Thema Machine Learning im Bereich Bildanalyse anschaut, zu Segmentierung und was auch immer, Tumordiagnose. Und das, würde ich sagen, ist noch nicht beliebig in der klinischen Versorgung angekommen, aber das passiert jetzt. Also ich glaube, die ganzen Modelle waren eigentlich sehr gut. Man hat dann einfach nur festgestellt, sie funktionieren aktuell nur gut, wenn genau in dem Krankenhaus mit dem CT, mit dem Technician, der genau das Protokoll eingibt, zur richtigen Mondphase dieses Protokoll gemacht wird und ich dann die Analyse mache. Und jetzt versucht man es gerade mehr zu generalisieren. Und dann, glaube ich, wird das es einfach verändern. Ich glaube jetzt nicht, dass sofort alle Radiologen arbeitslos werden, aber es wird, ist glaube ich das, was direkt am nächsten ist, wo man wirklich komplexere Machine Learning Verfahren in die Anwendung bringen wird. Dann natürlich das Thema, also was Decision Support angeht, was natürlich einfach Software Usability angeht, Speech Recognition, das funktioniert natürlich, wird einfach jetzt implementiert. Ich bin letztens Auto gefahren, ich habe ein neues Auto, mit dem kann man sprechen. Ich sage jetzt nicht welches, weil dafür bin ich in der falschen Stadt. Aber meinte dann meine Tochter, sprich nochmal mit dem Auto. Das heißt, für die ist jetzt ganz normal, man spricht mit Autos. Für mich ist es auch irgendwie schön noch, aber also ich kann das jetzt nicht so richtig, weil ich nur sagen will, ist, die neue Generation von Ärzten, die finden das ganz normal, dass man mit Computern spricht und dass man nicht alles selber tippen muss. Dann gibt es natürlich das Thema Decision Support, dass ich kritische Situationen erkenne, seltene Erkrankungen, da hatten wir drüber gesprochen. Und natürlich auch wichtig, die finanzielle Seite, kann ich Reimbursement verbessern. Ich muss sagen, ich glaube, man kann es vor allem vereinfachen, weil immer, wenn ich Reimbursement, also die Vergütung verbessere, kommt die Krankenkasse als nächstes und sagt, nee, so geht das jetzt in Zukunft nicht mehr. Ist dann so ein bisschen Hase-Igel-Spiel, aber man kann es sicherlich vereinfachen. Hier ist nochmal so ein bisschen das Beispiel mit der alten Welt. Und das eine ist, wir müssen einfach effizienter werden. Die Bevölkerung altert, man hat weniger Nachwuchs, auch bei den Ärzten, vor allem auch bei den Pflegekräften. Und insofern alles, was da hilft, das besser einzusetzen, zu optimieren, ist wichtig. Und natürlich die Komplexität abzubilden. Dafür brauchen wir natürlich auch KI-Lösungen inklusive regelbasierte Systeme bis auf Weiteres, um dann in der neuen Realität anzukommen. Ja. Hallo. Welchen Zeithorizont sehen Sie dahinter, wo wir in die Region kommen, dass wir wirklich die AI wirklich unterstützend ist, weil wir ja mit den Randbedingungen zu kämpfen haben, die Sie sagten, kleine Patientengruppen bzw. sehr große Variabilität und auch das Problem, dass die Rückkopplung der Informationen, hat das wirklich geholfen, hat es nicht geholfen, sehr schwierig ist. Wir sind keine Maschine, die, naja, vielleicht ein bisschen mit der Uhr, dass wir halt die Sensoren tracken, aber wir haben kein Leber-Tracking oder irgendein Wert-Tracking. Wie sehen Sie das? Ich glaube, in den nächsten 5 Jahren wird extrem viel passieren. Da wird, glaube ich, auch sehr viel einfach abgeräumt werden, was so Quick-Wins sind. Ich glaube da, weil einfach, ist halt einfach so ein Window of Opportunity. Also all die Dinge, die wir jetzt machen, wenn ich das vor 10 Jahren mit irgendwelchen niedergelassenen Ärzten diskutiert hätte, da hätten die gesagt, auf gar keinen Fall. Und die ganzen Patienten hätten auch gesagt, auf gar keinen Fall. Ich glaube, da ändert sich einfach, es gibt einen totalen Mindshift. Und das heißt, die Dinge, die man auch gut umsetzen kann, die Leute zertifizieren sich nach 13485, machen Medizinprodukte, stellen fest, es ist gar nicht alles so schlimm, man muss einfach nur ordentlich arbeiten. Und wenn man ordentlich arbeitet, ist auch die Zertifizierung gar nicht mehr so schlimm. Also ich glaube, dass da wird einfach in den nächsten 5 Jahren viel passieren. Dass man jetzt beliebig viele neue Erkenntnisse hat,
weiß ich nicht, vielleicht 5 Jahre plus. Und dass man den Arzt selber ersetzt, was soll ich jetzt dazu sagen, das weiß ich noch nicht. Wie schätzen Sie das denn ein, dass jetzt, wenn es alles effizienter wird, die Zeit mit dem zwischen Patient und Arzt sich verändert? Wird das immer weniger werden, weil der Arzt jetzt auf einmal 60 Patienten pro Stunde behandeln kann? Oder wird das mehr werden, weil drumherum alles effizienter ist und der Patient seltener zum Arzt vielleicht muss? Also ich, gut, muss man jetzt den Lauterbach fragen. Nein, was ich, also mein Anspruch ist, die Ärzte beschweren sich ja immer. Also es gibt so einen Artikel, ich glaube, New Yorker war es vor 5 Jahren oder so, Why Doctors Hate Their Computers. Der ist, glaube ich, kostenfrei zugänglich. Gucken Sie mal an, der ist ganz interessant. Und das Problem ist, die ganze IT ist eingezogen worden für Abrechnungsthemen, für Verwaltung. Und dann hat man im Prinzip, guckt man mehr in den Computer als in die, als zum Patienten. Und ich glaube, das wird sich einfach wieder umkehren. Und insofern glaube ich, dass prinzipiell dieses Thema, dass ich viel am Computer sitze, wird sich verändern, weil es andere Unterstützungsmethoden gibt, weil das mehr automatisiert wird. Und ob man dann aber aufgerückt bekommt, dass ich noch mehr Patienten sehen muss, das weiß ich jetzt nicht. Wie schätzen Sie das Potenzial von Ihrem System ein, in Europa die ganzen Gesundheitssysteme zu einer Konvergenz zu führen? Dass es tatsächlich dann keinen Unterschied mehr macht, ob ich jetzt in Holland diese Genanalyse machen kann oder in Deutschland, weil die Datenbasis oder die Systeme ein und dasselbe sind. Gut, das ist das Schöne an IT, sie skaliert recht gut. Ich hatte nichts dagegen, dass das funktioniert. Jetzt ist halt die EU immer schwierig. Ist, glaube ich, eher eine politische Frage. Ich meine, prinzipiell ist das machbar. Die Medizin ist nicht so groß unterschiedlich. Wobei man natürlich sagen muss, auch jetzt, Covid wurde ja schon erwähnt, verschiedene Herangehensweisen und die Freiheit, verschiedene Herangehensweisen zu haben, ist halt auch Teil der Medizin. Ne? Okay. Dann auch noch eine Frage. Und zwar, also ich habe so die Maxime, okay, für finanzielle Themen und Gesundheitsthemen muss man sich selbst zum Experten machen. Inwieweit ist denn so dieser ganze KI-Ansatz auch für den Patienten selber? Also sprich, dass man sich vorab sozusagen diagnostizieren kann und mit einem gewissen Wissensvorsprung auch zum Arzt gehen kann. Ja, ich bin der Meinung, total. Also ich sehe in der Digitalisierung auch eine Demokratisierung der Medizin. Das ist auch einer der Punkte, weil ich an der Konzept der EPA nicht perfekt finde. Ich möchte einfach einmal alle Daten, die ich da drin habe, die mich als Patienten adressieren, die hätte ich gerne, weil ich würde es ja gerne vielleicht, nicht Dr. Google, aber irgendeinem anderen KI-Dienst einfach mal schicken. Oder ich lade mir den runter und mache das lokal, whatever. Yeah. Also, dass ich einfach es drüber laufen lasse und dann kann ich mit dem Arzt diskutieren. Und das sind die Ärzte mittlerweile gewöhnt. Also spätestens seit dem Internet ist die Zeit vorbei, dass jemand sagt, vielen Dank, Herr Doktor, ja, Herr Doktor. Sondern es ist, das machen wir jetzt nicht. Ne? Das müssen wir erklären. Noch ein Blick, wir sind, glaube ich, schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit, aber ich fand die Diskussion bislang sehr gut, ist das Thema Patient Journey. Die ist hier nochmal aufgeschlüsselt, Anamnese, Diagnose, Therapie, Verschreibung, Distribution. Und da sind wir eigentlich gut unterwegs und versuchen eigentlich auch in diesem ganzen Bereich einzugreifen und auch, soweit es möglich ist, Daten abzugreifen, um auch aus denen zu lernen. Und CGM Live wurde eben erwähnt, ist die größte Gesundheitsakte, die ich kenne, mit irgendwie, zumindest in Europa, mit irgendwie über 5 Millionen Records. Also ich glaube, da sind wir auch in einer guten Position. Eine Frage, wie schwer ist es denn aktuell, solche Daten zu sammeln? Dürfen Sie das? Und wo geht da vielleicht auch der Trend hin? Also ich gehe davon aus, dass es sehr schwierig ist, rechtlich. Und gibt es da vielleicht eine Veränderung, weil es fallen ja extrem viele Daten an, die unter Umständen extrem helfen können? Ja, auch da gibt es, also erstmal mit Einwilligung können Sie ja praktisch alles machen. Ne? So, dann können Sie die Daten akquirieren. Dann ist natürlich das Thema, sind es personenbezogene Daten, sind es nicht personenbezogene Daten. Nicht personenbezogene Daten unterfallen nicht den Datenschutz. Also wenn Sie anonymisierte Daten erhalten können, dann können Sie mit denen auch frei arbeiten. Es ist natürlich hart reguliert, es sind personenbezogene Gesundheitsdaten, um die wir sprechen, also die da sozusagen mal unter zusätzlicher Strafe stellen, aber da ist schon ein Umdenken, nicht so sehr, dass man sagt, ist alles scheißegal und alles kann man ins Internet stellen zu den Patienten,
aber dass man das Thema Datenakquise, welche Art der Einwilligung gibt es, kann man auch Use-Case-spezifisch stärker reingehen und dann Daten kriegen, kommt man vielleicht, hier stand eben Data Lake, arbeitet man vielleicht auch eher mit so einem Data Mesh-Konzept, wo ich dann aus einzelnen Entitäten wiederum zu einem bestimmten Use Case Daten mir herausziehe, die ich dafür brauche, und dann ist das Thema Datenschutz auch anders gelöst. Da passiert eigentlich gerade recht viel. Andere Thema ist natürlich Datenqualität, also sind sie strukturiert, sind sie annotiert, kann ich damit was anfangen. Ah, Moment. Muss ich mal kurz gucken. Ja. Ja. Diese letzte, vorletzte Folie. Eine Minute. Und dann, genau. Das ist eigentlich das Thema, nochmal zusammengefasst, dass wir, ich glaube, Daten ist das eine Thema, aber vor allem mit den Daten auch die sinnvollen Dinge zu machen, ist das andere Thema. In den USA können Sie Patient Records kaufen für $1. Also die Daten gibt es. Wichtig ist, dass die Daten gut sind, dass sie annotiert sind und dass sie die richtigen Dinge damit tun. Und damit würde ich, glaube ich, nochmal an dich übergeben. Eckhard. Ja, also erstmal vielen Dank für die Interaktivität. Ich glaube, dass Volker, du hast ja auch erwähnt, das ist so ein Thema. Und ich glaube, das ist auch ein Takeaway, was jeder für sich mitnehmen sollte. Mit Medizin sollte sich jeder selbst beschäftigen. Die Digitalisierung, die Technologisierung macht das möglich. Man kann keine Ärzte oder Arzt substituieren, aber man kann deutlich besser informiert in ein Gespräch gehen und damit vielleicht auch das System entlasten. Weil für Behandlerinnen und Behandler ist es natürlich entscheidend, von den 40 Patienten, die pro Tag kommen, die 1 bis 2 wirklich rauszufischen, wo es was echt Ernstes ist. Und das ist im Kern. Also wir glauben, Medizin muss datengetriebener werden, soll auch datengetriebener werden, weil der Umkehrschluss wäre, wenn wir jetzt aus irgendwelchen Datenschutzgesichtspunkten uns dem kategorisch verweigern, dass wir einfach die optimale Versorgung uns allen verweigern würden. Und das finde ich grundsätzlich falsch. Wir sind in Deutschland, glaube ich, auch in einer ganz speziellen Situation. Wir haben, glaube ich, 18 Datenschützer. Jedes Land hat einen eigenen mit eigener Couleur. Es gibt auch noch mal auf Bundesebene einen. Je nachdem, wie die Administration ist, wenn es dann eine Kongruenz der Parteienlandschaft ist, ist der relativ still. Wenn der von der SPD ist und der Gesundheitsminister von der CDU ist, dann rappelt es die ganze Zeit und nichts geht voran. Damit ist keinem geholfen, also keiner Patientin, keinem Patient. Innovation hat Daniel, glaube ich, viel darüber berichtet, was sich so tut. Da passiert sehr, sehr viel und das ist auch gut so, weil es am Ende des Tages immer neue, leistungsfähigere Behandlungsmethoden sind. Und last not least, vernetzt. Das, was wir gerade angesprochen haben, es gibt ein paar erste zarte Pflänzchen in Deutschland, Gesundheitsdatennutzungsgesetz, auf europäischer Ebene den European Health Data Space. Das ist natürlich das, was wir uns alle wünschen, dass wir unsere Informationen in der Hand halten, wenn es darauf ankommt, und wissen, dass die Behandlerin, der Behandler, der uns gegenüber sitzt, auch alles über uns weiß, was medizinisch relevant ist, was wir mitbestimmen können. Damit, glaube ich, sind wir ziemlich am Ende. Ich finde das toll, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Tolles Publikum, vielen Dank für die Fragen und für die hohe Aufmerksamkeit. Hat riesen Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen Dank. Achso, gerne, ja. Ja, wir haben hier eine letzte Frage. Ah ja, gern. Mikro brauchen wir noch. Ja. Meine Frage geht, Sie haben diese Patient's Journey gezeigt und da hat man gesehen, Diagnose, Therapie. Gibt es auch Ideen, Prävention aufzunehmen? Weil das wäre ja eigentlich das Übel bei der Wurzel zu packen und nicht erst, wenn man schon den Herzinfarkt hatte oder den Schlaganfall. Wollen Sie eine medizinische Antwort, oder? Beides. Ja, vollkommen richtig. Punkt. Also, sehr guter Punkt. Danke. Also, es gehört dazu. Also, vollkommen klar. Ich finde, das wage ich doch, mich aufs Glatteis und ergänze das. Es ist ja auch so, Deutschland hat zum Beispiel 32 Millionen chronisch Kranke. Rücken, Depression, Bluthochdruck, Diabetes etc. Und was wir sehen, allein bei der Diabetes über 10 Millionen, 8 Millionen davon sind Diabetes Typ 2, was man sehr, sehr gut durch Verhalten, also bestimmte Essangewohnheiten steuern kann. Und das wäre vielleicht auch in den Bereich Prävention gehen, wo man sagt, durch ein entsprechendes Verhalten, auch technologisch unterstützt,
Stichwort digitale Gesundheitsanwendung, kann man zum Beispiel Patientinnen und Patienten dabei begleiten. Und es gibt ja auch schon, wenn man diese Zuckermessung etc. anguckt, geht es ja schon ganz stark in die Richtung. Ganz hinten in der Ecke war noch eine Frage, aber noch ohne Mikro. Erstmal danke für den Vortrag. Ich hätte jetzt noch eine Frage bezüglich der Diagnose bzw. der Nutzung der KI zu Diagnosezwecken. Jetzt hatte ich das Gefühl, also ihr seid sehr viel auf seltene Erkrankungen eingegangen. Jetzt muss man ja sagen, der Name ist ja nicht zu Unrecht gewählt. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, beziehungsweise kam es bei mir so ein bisschen an, also ist euer Datensatz nur auf seltene Erkrankungen getrimmt oder nehmt ihr auch übliche Erkrankungen mit? Weil ein typisches Ding in der Diagnostik ist ja auch, wenn man Hufgetrappel hört, nicht an Zebra, sondern erstmal an Esel denken. Der Mann ist vorinformiert. Kennt sich mit seltenen Erkrankungen aus. Wir haben natürlich beides im Blick. Seltene Erkrankung ist natürlich so im Fokus. Ich sage immer, also aktuell einem Diabetologen zu erklären, wie er einen Diabetes behandelt, das fällt schwer. Also fokussiert man sich eher auf Effizienzmaßnahmen und wo man wirklich, sagen wir mal, die Medizin also Effizienzmaßnahmen, indem man die leitlinienkonforme Behandlung einfach das durchgeht, die entsprechenden Untersuchungen automatisch angemeldet werden oder sowas. Aber bei seltenen Erkrankungen ist einfach so ein Painpoint in der Praxis. Und deswegen haben wir ihn hier adressiert und ist auch ein spannendes Thema. Und wie gesagt, es sind seltene Erkrankungen, aber sie sind in der Gesamtheit nicht selten. Ich würde da auch noch ergänzen, meine Hypothese ist, vielleicht ist jede Krankheit selten. Weil wir haben alle eine eigene DNA-Sequenz, jeder verhält sich anders, jeder hat andere Schlafgewohnheiten, jeder hat andere Bewegungsgewohnheiten, jeder hat andere Essgewohnheiten. Da kann man auch, aber das ist eine philosophische Frage für die Pause, fragen, ob die Zukunft eigentlich die Individualerkrankung oder die Mainstream-Erkrankung ist. Aber wie gesagt, philosophische Frage für die Pause. Gut, dann vielen Dank.